Ja, hier ist der Matti aus Berlin, YouTube-Unternehmen Komet Matti mit einem neuen Kundenskandal-Video. Ihr wisst, dass ich in dieser sehr beliebten und sehr erfolgreichen Reihe immer über Erlebnisse mit Kunden und Kundinnen erzähle, die ich in den letzten 25 Jahren gemacht habe. Darunter sind sehr skurrile, ja schon fast unglaubwürdige Geschichten bei. Auch heute habe ich eine Geschichte bei, die ist schon ein bisschen länger. Ich habe ja früher über 600 Tagebücher veröffentlicht. Jetzt mache ich das, veröffentliche die nach und nach nochmal nach. Nach und nochmal nach, ja gut. Und da habe ich mal so das Archiv durchforstet und habe hier eine Geschichte gefunden, wo ich selbst wieder überlegen musste, mein Gott, ist die wirklich wahr? Aber ich habe sie ja erlebt. Auch wenn manche Geschichten für euch völlig unglaubwürdig oder abstrakt sind, sie sind alle wahr. Es gibt immer mindestens einen Zeugen dafür. Und es gibt durchaus auch mal skeptische Kunden und Kundinnen, die gerade früher, wo ich Tagebuch noch geschrieben habe, auf meiner Homepage, öfters mal angezweifelt haben, dass es solche Menschen gibt. Und dann habe ich einfach manchmal zu den Leuten gesagt, pass auf, komm einfach mal eine Woche in den Laden, setz dich mal hier auf den Stuhl für ein paar Stunden und du wirst erleben, was für Leute da reinkommen. Ich bin jetzt seit 1984 im Geschäft. Davon in der Zeit hatte ich insgesamt, wenn ich jetzt meinen ersten Laden mitrechne, habe ich 21 Jahre davon, bin ich jetzt selbstständig in zwei verschiedenen Läden. Zurzeit bei Komet seit 2000 in Berlin. Und bei mir ist es schon so, dass ich manche Leute einfach nicht mehr ertrage. Da ist irgendwie ein Verschleiß da. Und ich sage es auch nochmal, wie in allen anderen oder vielen Videos von mir, 90% aller Kunden sind absolut nett, normal, so wie halt Kunden zu sein haben. Und vielleicht 10% davon rasten mal aus. Passiert ist uns noch nie was, weder körperlich noch rechtlich oder sonst irgendwas. Und ich fange jetzt mal mit der skurrilsten Geschichte an, die ich eigentlich jemals erzählt habe. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es einige unter euch gibt, die das nicht glauben. Ist mir auch ehrlich gesagt egal. Ich kann euch nur sagen, es ist alles wahrheitsgemäß. Die Geschichte ist allerdings jetzt schon ein bisschen länger her. Ich versuche die mal zu rekonstruieren. Und zwar war das, also wie gesagt, kann 5, 6, 7, 8 Jahre her sein. Handelt es sich dabei um einen 40 bis 50 Jahre alten Mann, der den Laden betrat. Ja, von so her nichts Ungewöhnliches. Aber dieser Mann war völlig nackend. Ja, ausgezogen, hatte nichts an, war so, wie ihn Gott ja wahrscheinlich nicht schaffen wollte, aber ist ihm aus ihm nun geworden, mit fettem Bierbauch und minimal, so ein kleines Piebelchen da dran und einen riesen dicken Hintern. Ich meine, dafür kann er nichts, kann ja nicht jeder so eine Adonis-Figur haben wie ich und Angela Merkel. Aber er war, wie gesagt, nackend an sich, so gesehen, ja. Gut, der war nackend, hat mich jetzt nicht so erschüttert. Ich habe dann nebenbei auch noch mit meinem Großhändler telefoniert, um Ware zu bestellen. Und dachte, gut, der ist nackend, der will Aufsehen erregen. Vielleicht will er auch das Frühstück der letzten 5 Tage aus mir rausdrücken. Ich weiß es nicht. Jedenfalls, solange er noch vorne an der Tür stand, er stand denn da halt so und wippte denn so. Und ich kann euch gar nicht sagen, wie das aussah, wenn der Hintern da irgendwie, das hat physikalisch alles überhaupt keinen Sinn mehr gemacht. Der Hintern ist irgendwie so, der Bauch so und der kleine Schniepel immer so, das sah aus. Also man kann nur froh sein, dass an dem Tag kein Sturm war, sonst hätte das wahrscheinlich ganz schlimme Ausmaße angenommen. Bis hin zu Erdbebenstärke 10 und höher. So, es war noch ein Kunde im Laden anwesend, der völlig irritiert war, dass ich halt ganz gelassen mit meinem Großhändler telefonierte, während dieser Nackedei da vorne seine Ein-Mann-Show abzog. Und der Kunde guckte immer so und dachte, sagte auch zu mir, rufst du jetzt die Polizei oder deinen Großhändler? Ich sag, mein Großhändler, aber soll ich jetzt erstmal die Polizei anrufen? Richtig. Ausgeartet ist es dann in dem Moment, als der nackte Mann merkte, dass er nicht diese Aufmerksamkeit bekam, die er sich erwünscht hat. Niemand hat erbrochen, niemand ist in Ohnmacht gefallen, niemand hat ihm die Haut vom Leibe gerissen oder hat ihm irgendwas zugeworfen. Designerklamotten, kommt, zieh mal was an oder so. Auf diese Art und Weise kann man ja auch zu Klamotten kommen. Nein, er merkte halt, er erreicht damit nichts und das ist natürlich für einen Flitzer oder für jemanden, der auffallen will, ganz, ganz furchtbar.
Also nahm er sich die Fußmatte. Ich habe vor dem Laden so eine schwarze, große Gummifußmatte, bestimmt 1-2 Kilo schwer. Nahm sich die so vor dem Körperbereich. Und nun könnt ihr euch ja vielleicht vorstellen, was kommt. Die hat auch lauter so kleine Löcher. Naja, lassen wir mal das Thema. Er nahm sich sie und simulierte damit so eine Art, ja, Geschlechterkampf zwischen Fußmatte und seinem Minischniepel. Und warte mal, da hatte ich noch irgendwas, noch was dazu gesagt, merkte ich langsam. Genau, ein Kunde schaute mich völlig fassungslos an und flüsterte zu mir, warum redest du jetzt ausgerechnet mit deinem Händler und rufst nicht die Polizei? So, genau, er hat sich dann mit der Fußmatte ein wildes Gefecht geliefert und hat dabei immer geschrien, ja komm, gib's mir, genau, diesen Satz wollte ich hier finden. Ach so, genau, er wackelte dabei mit seinem schlaffen Hintern und stöhnte immer wieder völlig hungrig nach Liebe, ich will eine kleine Fußmatte von dir. Das war dann schon wieder lustig auf der einen Seite, auf der anderen Seite merkte ich schon, wie das Frühstück der letzten 5 Wochen schon hier in diesem Bereich war, also kurz davor rausgekotzt zu werden. Ich merkte, wie alles sich kräuselte. Meine Hündin, die damals lebte, hat sich schon mit der Hundeleine versucht, hinterm Tresen zu erhängen. Es war wirklich langsam abartig und da musste ich dann auch eingreifen. Denn wie kommt das denn vor, wenn da jemand in einer belebten, ja, Fußgängerzone, kann man nicht sagen, aber es gehen schon sehr viele Leute rum, ausgerechnet mit der Komet-Fußmatte seinen ersten Sex hatte. Wahrscheinlich hätte man ihn jetzt aufklären müssen, pass mal auf, das ist eine Fußmatte, das ist eine Frau und das funktioniert so und so. Und er machte das so ein paar Minuten lang, bis es mir dann reichte. Ich machte dann die Ladentür zu und dann rief ich tatsächlich die Polizei. Er machte das noch ein paar Minuten draußen in verschiedenen Stellungen, also Glückwunsch, wo er die alle her hatte. Und dann ist er leider weggelaufen, also weggeschwabbelt, kann man ja eher dazu sagen, lief Richtung S-Bahn und die ist jetzt ein bisschen weit weg. Die Fußmatte hat er dann so einfach auf den Bürgersteig geworfen. Ja, ich habe die dann weggeworfen und habe mir dann eine neue geholt, denn so viel Desinfektionssprays gibt es gar nicht. Und außerdem, ganz ehrlich, wer will schon eine schwangere Fußmatte nachher haben, wo dann der Vater irgendwie so ein dicker, verrückter, alter Schwabbelmann war. Ja, das war wirklich, finde ich auch selbst, die verrückteste Geschichte, die ich je erlebt habe. Sie ist aber zu 100% wahr. So, ich werde jetzt mich wieder umziehen und dann die zweite Geschichte euch erzählen. Und da werde ich ganz kurz wieder in meinem Tagebucharchiv herumkramen und gucken, dass ich euch weitere merkwürdige, verrückte, aber wahrheitsgemäße Geschichten erzähle. Bis gleich, euer Matti. Naja, aus Berlin, woher auch sonst. So, willkommen zum zweiten Teil. Das ist jetzt eigentlich nicht so eine skurrile Geschichte. Das ist ungefähr 2 Jahre her oder 3 Jahre. Da rief jemand im Laden an und bot mir eine PlayStation 2 an mit 32 Spielen. Zu einem, ja, doch recht günstigen Preis. Er wollte 40 Euro dafür haben. Dachte ich so, ja, das ist eigentlich ein super Angebot. Fragte ihn, ob das auch alles korrekt ist, alles heile ist. Er möge seinen Ausweis mitbringen, was bei, wenn man Geräte ankauft als Händler, muss man eigentlich immer einen Ausweis sich vorzeigen lassen, die Gerätenummer aufschreiben von dem Gerät halt und die Ausweisnummer. Beim Ankauf von Spielen braucht man das jetzt nicht unbedingt machen, aber bei Geräten schon, weil da kann man auch immer so nachvollziehen, woher die kommen etc. Und fragte auch, ob die Spiele vollständig sind, Originalspiele sind etc. etc. Das hat er alles bejaht. Und daraufhin habe ich gesagt, gut, dann kommen Sie einfach mal vorbei. Das hat er dann auch gemacht, kam so ungefähr eine Stunde später in den Laden mit einem so großen schwarzen Koffer und packte als erstes seine PlayStation 2 aus mit allen möglichen Kabeln und Joypads und 2 Memory-Karten. Soweit erstmal alles klasse, sah auch alles korrekt aus. Und dann machte er so in der Tasche so mit einem Reißverschluss noch was auf und sagte so, hier sind jetzt die 32 Spiele drin, ob ich mir das mal anschauen möchte. Nun war die Tasche vielleicht so groß. Dann habe ich mir gedacht, 32 PlayStation 2 Spiele in so einer kleinen Tasche, das kann eigentlich nicht gut gehen. Es sei denn, er hat sie mitgewaschen oder keine Ahnung, was er damit gemacht hat.
Und er ahnte schon Übles, als er denn den Reißverschluss aufmachte und dann wollte er, dass ich da reinkrame. Ich habe gesagt, nee, hol mal die Sachen da raus. Und er hat da irgendwie einen Skorpion oder was weiß ich da drin. Und holte dann die raus. Das waren dann so kleine CD-Hüllenpackungen mit einem so kopierten Cover. Aber da das Cover von der PlayStation 2 Spiel ja eher so länglich ist, hat er denn nur die Hälfte davon in Schwarz-Weiß kopiert. Und mal war das oben, mal unten, mal war der Titel gar nicht zu lesen. Und hat dann da drin gab war keine Anleitung und ein Rohling. Auf den Rohling war dann geschrieben das jeweilige Spiel mit dem Edding. Und ja, das wollte er mir jetzt anbieten. Und dann sagte ich, das sind jetzt aber keine Originalspiele, das sind Raubkopien. Aber natürlich sind das Originalspiele. Die habe ich doch original von den originalen Spielen raubkopiert. Also sind es doch Originalspiele. Das sind doch jetzt keine veränderten Spiele. Sag ich, nein, es geht darum, dass es muss jetzt die Originalpackung, Anleitung sein und eben der Original-Rohling und keine Kopie. Und sonst ist es ja kein Original, sondern eine Kopie vom Original. Und außerdem wäre das ja auch nicht erlaubt und rechtsmäßig auch nicht in Ordnung und etc. etc. Und er wollte trotzdem sagen, verkaufen Sie das doch, merkt doch keiner, dass das Raubkopien sind etc. Ich habe ihn dann aus dem Laden ja, geworfen, kann man nicht sagen, aber ich habe ihn dann rausgeworfen. Dann hat sich draußen ein Kunde, der das so mitbekommen hat, dafür interessiert und hat ihm das dann auch tatsächlich abgekauft. Da das außerhalb des Ladens stattfand, war mir das jetzt Banane. Und am nächsten Tag kam dieser Kunde dann bei mir in den Laden rein und meinte, die Kopien spielen ja gar nicht auf seiner PlayStation 2. Sag ich, naja, wenn die nicht umgebaut ist mit dem Chip. Übrigens, der Chip war damals dazu da, dass man nicht Raubkopien, sondern in erster Linie Importspiele spielen konnte aus Amerika und Japan. Und da war eben kein Chip in der PlayStation 2 drin und somit hat er sich eben angeschissen mit den Spielen, konnte er dann auch nur in Müll werfen. Ja, das war jetzt eine kleine Geschichte. Man muss halt immer aufpassen, wenn uns halt auch Kunden sagen, wenn sie uns was anbieten manchmal und wir kontrollieren ja die Ware, du brauchst nicht gucken, ist alles in Ordnung und empfehlen doch manchmal CDs, Anleitungen oder die CDs sehen grottig aus. Deswegen muss man immer kontrollieren, denn zwischen dem, was einem manchmal versprochen wird und dem, was dann tatsächlich vorzufinden ist, klaffen manchmal ein Canyon oder ein Eiffelturm. So, ich melde mich gleich mit der dritten Geschichte. So, willkommen zum dritten Teil. Ja, es ist ja schon hinreichend bekannt, dass die Herstellerfirmen ein Dorn auf das Auge geworfen haben, was den Gebrauchsspielemarkt anbetrifft, die das sich darüber ärgern, dass zum Beispiel Fachhändler wie ich ihre gebrauchte Spiele ankaufen und verkaufen. Die wollen das ja alles bekämpfen oder tun das ja schon teilweise. Und die nächsten neuen Konsolen sollen ja angeblich dann, die Spiele sollen dann an den jeweiligen Geräten gebunden sein. Also der böse Bube ist dann derjenige, der seine Spiele gebraucht verkauft oder kauft und nicht die Raubkopierer scheinbar. Und ja, immer wieder haben wir den Fall, dass Leute ihre Spiele nicht nur deswegen verkaufen müssen oder wollen, weil sie das Spiel durchgespielt haben oder scheiße finden, sondern weil sie auch Geld brauchen. Das ist natürlich auch so ein Ding, wenn jemand 10, 20 Spiele hat, kommt in eine finanzielle Notlage und kriegt seine Spiele nicht mehr weg. Das ist dann natürlich auch fatal. Und deswegen haben wir immer Leute, die unbedingt ihre Spiele loswerden wollen. Zum Beispiel haben wir einen, der hat jetzt bestimmt schon 10-mal bei uns FIBA gekauft und wiederverkauft. Immer zum Ende des Monats, wenn er Geld brauchte, hat er uns FIBA verkauft für, also FIBA 12, weiß ich nicht, ich sag mal jetzt irgendeinen Betrag, ich weiß ihn nicht aus dem Kopf, für 15 Euro und hat das dann für 20 oder 30 Euro dann wieder zurückgekauft am Anfang des Monats und der hatte sonst einfach nichts zu essen. Und es gibt dann halt Leute, denen ist das egal, wie viel sie dafür kriegen, Hauptsache sie können irgendwas essen. Wir hatten jetzt vor kurzem auch jemanden, der hat seinen PlayStation 3
Wireless Controller in den Laden gebracht, hat gesagt, ich hätte dafür gerne 5 Euro, was sehr okay ist. Und ob ich den dann morgen abholen kann, ich würde dann 7,50 zahlen. Also so, jetzt sind wir ja kein Pfandleihhaus, aber er machte wirklich so den Eindruck, er hätte sonst nichts zu essen. Also haben wir das jetzt mal gemacht. Am nächsten Tag kam er dann, hat sein Joypad, dann sein Controller für 7,50 ausgelöst, 2,50 praktisch für uns, dass wir ihm die 5 Euro geliehen haben. Wenn der nicht gekommen wäre, ja, 5 Euro für einen sehr gut erhaltenen PlayStation 3 Originalcontroller von Sony ist jetzt kein schlechtes Angebot. Und dann gibt es Leute, die bieten ein was an, brauchen dringend Geld für eine Autoversicherung oder irgendwas und haben dann teilweise utopische Vorstellungen. Also wenn jetzt jemand zum Beispiel eine Stromrechnung von 400 Euro zu zahlen hat, dann hat das, was er verkaufen möchte, auch gefälligst 400 Euro zu erbringen. Und da kam dann einer, der hat uns 10 Xbox 360 Spieler angeboten. Das klingt jetzt natürlich erstmal, ja, 10 Xbox 360 Spiele, 400 Euro, klingt vielleicht für den einen oder anderen angemessen, für mich weniger. Erstens mal waren das alles sehr, sehr alte Xbox 360 Spiele, teils auch nicht besonders gut gelungene. Und alle waren preiswert zwischen 20, manche sogar für 10 Euro, schon so die Wrestling-Spiele für 10 Euro neu zu erhalten, da war mit 400 Euro überhaupt nichts zu machen. Das war deutlich weniger, es waren allerhöchstens 50 Euro gewesen. Wie gesagt, die meisten Spiele bekam man auch schon für 10 Euro im Einkauf oder hat schon für 10 Euro verkauft. So, und er wollte natürlich 400 Euro, während wir uns immer so ein bisschen nach oben bewegten, um ihm zu helfen. Bei uns ist es ja auch so, wenn man das Geld wieder im Laden ausgibt, also nicht ausgezahlt bekommen haben möchte, dass man manchmal 5 Euro mehr kriegt pro Spiel. Und hat er sich von 400 runter bewegt, immer so ein paar Euro, und wir haben uns dann praktisch von 20, 30 Euro nach oben bewegt ein bisschen. Und er blieb dann ungefähr bei 300 Euro stehen. Wir waren dann nachher bei 50 Euro angelangt. Das war aber unser Höchstangebot. Die Ware war jetzt gut erhalten, das muss man ihnen ja auch lassen. Und dann tickte er völlig aus und meinte, ja, und wie soll ich denn jetzt denn davon leben? Und ich muss doch das und das bezahlen und ihr seid dran schuld, wenn ich das und das verliere und wenn meine Kinder nichts zu essen haben und ich denke, ihr seid ein Ankaufsland. Der hat also so dermaßen die moralische Keule geschwungen, dass wir erstmal völlig erschlagen mit eingeschlagenen, schlechte Gewissen Gehirn da auf dem Boden lagen. Und er trümmerte immer weiter auf uns ein. Ja, und irgendwann haben wir uns dann erhoben und haben gesagt, es ist zwar tragisch, dass sie nichts zu essen haben, aber wir sind jetzt hier nicht das Sozialamt, wir können nichts für ihre finanzielle Situation und wir können ihnen nicht für 10 Spiele, die höchstens 50 Euro wert haben, 400 Euro geben, nur damit sie ihre Rechnungen bezahlen kann. Aber der hat uns wirklich komplett die Schuld dafür gegeben, dass er seine Unkosten nicht decken kann. Das zieht bei mir aber nicht. Also ich bin noch nie jemand gewesen, der jetzt aus Mitleid Spiele angekauft hat. Natürlich hat man manchmal ein paar Euro mehr gegeben, wenn ein Kunde wirklich sehr überzeugend klar machte, dass er dringend Geld brauchte. Und man ist ja Geschäftsmann, man will ja auch was verdienen. Dann hat man vielleicht da, ach komm, scheiß drauf, verdiene ich da 2 Euro weniger. Natürlich ist auch manchmal umgekehrt, dass man Kunde weniger gibt, weil der unverschämt auftritt oder so, dass man den aus Prinzip schon weniger gibt. Ja, aber dass jetzt jemand uns dafür verantwortlich macht, für sein eigenes Leben, für seine eigenen Schulden, ja, das kann man so nicht durchgehen lassen. So, willkommen zu einem weiteren Episode-Geschichte. Ankauf ist eigentlich immer so der größte Konflikt, hat das größte Konfliktpotenzial, wenn die Leute nicht das bekommen, was sie gerne haben wollen oder wir nicht das zahlen wollen oder auch nicht können. Und da kommen ja dann immer schnell die Unterstellungen, dass man den Kunden über den Tisch ziehen will, was umgekehrt auch sehr oft der Fall ist, dass jemand erzählt, er hätte das Spiel hier gerade für 50 Euro gekauft und dabei ist das überall im Angebot für 10 oder für 20 Euro. Und was
gerne so Argumente, um seine eigene Ware aufzuwerten, ist immer, ich habe das nur einmal gespielt oder ich habe das nur 10-mal geöffnet, die Packung, oder ich habe das nur 20 Minuten gespielt. Das spielt aber beim Ankauf keine Rolle, wie lange man oder wie oft man das gespielt hat oder wie oft man die Packung aufgemacht hat. Es zählt einzig und allein, jedenfalls bei uns, der Zustand der Ware, die Qualität, die Vollständigkeit, der Bedarf im Laden oder was kostet das gerade neu oder alles Mögliche, aber nicht, ob der Kunde nun 10-mal die Packung auf und zu geklappt hat oder nur einmal, zumal man das ja auch gar nicht beweisen könnte. Und da gibt es immer Leute, die das nicht verstehen. Ich kann ja nicht auf jede Packung, die gebraucht im Laden liegt, draufschreiben, der Kunde hat 5 Minuten gespielt und auf deine Schicht hatte. Was spielt das für eine Rolle? Was hat das für einen Grund? Es gibt Spiele, die sind Wochen, Monate lang gespielt worden und sehen absolut perfekt aus. Und es gibt auch Spiele, die sind 10 Minuten gespielt worden und haben schon ihre ersten Kratzer. Gerade bei Blu-ray-Sachen, auch für die PlayStation 3, frage ich mich manchmal sowieso, wie die Leute so dermaßen zerkratzte Spiele anbieten können. Das ist mir immer ein Rätsel. Und das sind halt so Argumente, ich habe es ja nur kurz gespielt oder ich habe es überhaupt gar nicht gespielt oder sonst irgendwas. Das spielt für mich aber keine Rolle. Und das ist halt immer sehr erstaunlich, wie die Leute ausrasten können. Weil manche Leute kommen wirklich in einer Notlage in den Laden rein. Und es gibt auch Kunden, die sagen, du musst mir das abkaufen, denn du hast draußen stehen, du kaufst Spiele an, du musst es jetzt ankaufen. Sonst rufe ich die Polizei oder meine Kumpels oder sonst irgendwas. Also der Ankauf an sich ist eigentlich, und Reklamation, das sind diese beiden Punkte, wo es am allermeisten Stress mit den Kunden gibt. Egal, ob man da im Recht oder im Unrecht ist, da ticken selbst gute Stammkunden aus und vergessen jegliche Moral. Und da wird dann nur mit Messern und Schwertern gekämpft. Und da geht es nicht mehr um Recht und Gesetz und Fairness oder sonst irgendwas. Deswegen, wenn jemand reinkommt und was reklamieren will oder schon so reinkommt und sagt, oh, ich habe seit Tagen nichts gegessen, dann weiß man schon, oh, das kann jetzt zu Konflikten führen, wenn der nicht das kriegt, was er will. So, jetzt suche ich gleich eine etwas längere Geschichte raus und bin gleich wieder da. Zurzeit ist ja diese ganze Killerspieldebatte, Killerspiele, Anker-Zensur, Gott sei Dank ein bisschen in den Hintergrund getreten. Die Leute geben da jetzt ein bisschen Ruhe. Inzwischen sind solche Skispiele anerkannt. Crysis 2 wurde vor kurzem ja auch ganz offiziell ausgezeichnet von der Jury, die auch von der Bundesregierung bezahlt oder zumindest toleriert wird. Die waren dann völlig entsetzt, dass diesmal kein Pokémon oder kein, obwohl Pokémon ist wahrscheinlich auch schon wieder ein Killerspiel, oder kein Baby Blocksberg oder was weiß ich Spiel gewonnen hat, sondern Crysis 2. Und die Vorurteile sind natürlich teilweise immer noch da. Gerade bei älteren Leuten ist immer noch das Vorurteil da, dass die Gewaltspiele verantwortlich dafür sind, dass manche Jugendliche oder Erwachsene Straftaten begehen und natürlich nicht die Erziehung, nicht das soziale Umfeld oder Charaktereigenschaften oder sonst was. Und da waren letztens im Laden ein älteres Pärchen, die haben, ich verkaufe hier vor dem Laden Musik-CDs von Schlager, Jazz bis alles dabei, haben bei uns ein paar Maxi-CDs gekauft, die kosten 10 Cent zurzeit bei mir und sagten, guckten so im Laden und ach so, und sie sind einer von denen, die also jetzt hier Killerspiele verkaufen und unsere Jugend versaut. Und da habe ich gefragt, wie kommen sie denn darauf? Ihr sagt, ja, sie sind doch derjenige, auch der eben dafür schuld ist, dass Amok gelaufen wird. Und ich sage, ja, fragte nochmal, wie kommen sie darauf? Naja, sie verkaufen ja auch solche Spiele, sage ich, ja, was denn zum Beispiel? Und dann ging er an uns, wir haben hier so ein Regal mit DVDs, also keine Spiele, ging daran, nahm dann hier so, weiß ich nicht, Herr der Ringe raus, findet Nemo, also so ein Zeichentrickfilm und was weiß ich so, ach so, denn hier, wie heißt denn der jetzt hier,
mit Harrison Ford, Jäger des verlorenen Schatzes, Indiana Jones, ja, und nahm die raus und meinte, ja, sie verkaufen halt solche, so einen Scheiß hier und kein Wunder, dass die Kinder dann, und bei Findet Nemo meint er, sind sie allein schon hier, das ist ein Fisch, der sprechen kann und hat große Kulleraugen, damit versaut man doch die ganze Moral, ist doch genau das Gegenteil von dem, was sie in der Schule lernen und so weiter. Ja, nun hat man die Möglichkeit, dagegen zu argumentieren oder die ganze Sache einfach zu belassen. Ich frage ihn, sind Sie denn wirklich der Meinung, dass wenn man einen Kriegsfilm sieht oder einen Western sieht oder eben ein Kriegsspiel spielt oder ein Actionspiel spielt, dass man dann wirklich so sich charakterlich verändert, dass man dann gleich in die nächste Schule reinrennt und dort Menschen umbringt? Und er meint, ja, genau das glaubt er. Zu seiner Zeit gab es sowas noch nicht. Und da fragt man sich natürlich, ja, wie sind damals die Kriege entstanden, auch durch Videospiele, die es ja noch gar nicht gab. Oder es gab schon immer Gewalt, Kriege, Totschlag, Amokläufe, auch schon lange bevor es überhaupt Videospiele gab. Das hat er alles nicht gelten lassen. Er meinte, zu seiner Zeit war die Jugend anständig, da hatten sie sowas noch gar nicht, da hatten sie Jojos oder was weiß ich, oder sind Fahrrad gefahren oder hatten solche Reifen mit einem Stock da und dann über den Bürgersteig und bla. Und dass die Jugend heute eben so austickt, liege, und wenn ich überfallen werde mit dem Laden, bin ich selbst schuld. Ich soll doch lieber mich auf so Musik-CDs konzentrieren, sowas, was ich hier verkaufe, Schlager. Das würde dann keine Gewalt auslösen. Naja, ich weiß nicht, wenn die Jugend heutzutage nur noch Schlager hört oder Volksmusik, dann hätten wir wahrscheinlich den 5. Weltkrieg schon. War jetzt natürlich ein bisschen übertrieben, aber jedenfalls mit dem war gar nicht zu reden. Seine Frau nickte immer nur so die ganze Zeit wie so ein Wackelhund, den man hinten hinstellt, so ein Dackel. Und wir haben dann irgendwann gar nichts mehr dazu gesagt. Der ist dann mit seinen Musik-CDs abgezogen, hat dann noch ein paar Mal sich so umgeguckt und hat mit dem Kopf so geschüttelt. Und ja, das war halt seine Meinung. Wir brauchen da jetzt gar nicht groß drüber diskutieren. Nicht nur wir Gamer und Gamerinnen wissen, dass Gewaltspiele mit Sicherheit nicht dazu führen, dass jemand einen anderen verletzt oder sonst irgendwas, sondern dass da wesentlich andere Punkte zu zählen. Und deswegen braucht man da jetzt nicht mehr so endlos lang diskutieren. Wenn jemand der Meinung ist, dass das so ist, bitteschön, dann soll er der Meinung sein. Ja, weiter. Ich war mit meinem Laden schon häufiger im Fernsehen, einmal RTL und Sat.1. Da ging es einmal um Killerspiele oder um iToy, da wurden dann Kunden gefilmt. Und letztens kam, ich weiß nicht welcher Fernsehsender das war, irgendwas mit offenem Kanal oder ich, keine Ahnung, jedenfalls kamen da zwei Typen mit Mikroständer, Kamera, Kopfhörer und einer mit Mikro und wollte gerne ein Interview machen, wie es dem Fachhandel geht, wie das mit dem Jugendschutz aussieht und so. Generell habe ich da nichts gegen, ich habe auch nichts zu verbergen. Es stellte sich bloß raus, dass diese Leute eigentlich eher dieses Bild entsprechen wollten, was viele Leute haben, nämlich dass man auf den Jugendschutz scheißt und dass man, dass Spieler, die solche sogenannten Killerspiele spielen, sowieso alle eine Macke haben, denn sie wollten, dass ich an Minderjährigen Spiele, 18er Spiele verkaufe, dass die Minderjährigen sich dann auch entsprechend bescheuert benehmen oder so. Ich habe gefragt, was soll das, wieso wollt ihr das machen? Ja, sie haben gesagt, sie wollen halt zwei Extreme machen. Einmal wollen sie die Normalität zeigen, wie es tatsächlich ist, und einmal so, wie es die Politiker sehen und sagen, da wollt ihr jetzt ausgerechnet in meinem Laden die ganzen bekloppten Szenen machen, ich soll unter meiner Verantwortung Spiele an Minderjährigen verkaufen und den ganzen Vorurteilen entsprechen und was weiß ich alles. Das ist ja geschäftsschädigend, dafür kann ich auch Probleme kriegen oder verklagt werden oder so. Ich sage, ja, das wird doch nur im offenen Kanal gesendet, da habe ich gesagt, das spielt doch keine Rolle. Heutzutage darf man doch nicht mal bei Facebook pupsen, denn weiß es schon die ganze Welt. Also habe ich natürlich abgelehnt, dann haben sie noch draußen ein paar Leute angequatscht, ich weiß nicht, was sie da gemacht haben oder so, aber es gibt halt auch unter uns Gamern Leute, die nicht ganz seriös sind, und wenn, dann hätten sie das mit Schauspielern selbst darstellen können, aber in einen Laden reinzugehen, den es seit 17 Jahren schon gibt, und dort verlangen, du verstoß mal gegen das Gesetz, mach mal dein Image kaputt, damit wir beide Seiten aufzeigen können, habe ich gesagt, naja, wenn ihr denn bei mir auch die seriösen
Seiten zeigt und das, was man jetzt satirisch dreht, dann auch erkenntlich macht, dann kann man darüber reden. Aber jetzt, sagen wir mal, in irgendeinen GameStop reingehen und dort dann die seriösen, rechtlich einwandfreien Szenen drehen und bei mir dann die krankhaften Sachen drehen, das kommt gar nicht in Frage. Wäre auch ein riesen Image-Schaden und habe ich natürlich nicht gemacht. So, nicht alle Geschichten haben jetzt unbedingt was mit Kunden oder Kundinnen zu tun, aber ich erzähle halt auch Geschichten, die im Umkreis meines Ladens passiert sind. Und es kommen halt auch immer wieder so Fensterputzer vorbei, die mit dem Eimer und mit so einem, weiß ich nicht, so einem Handfeger war, keine Ahnung, die Fenster putzen wollen für 10 Euro. Und ich hatte früher eine Scheibe, die war 20 Jahre schon drin, die hatte entsprechend Kratzer. Und da kam eines Tages so ein Typ vorbei, der hatte so eine Tube dabei und so einen kleinen Pinsel und einen Spachtel und meinte, er würde alle Kratzer, da waren teilweise auch richtig tiefe Kratzer mit bei, entfernen können. Das würde nur 50 D-Mark kosten, das waren noch zu D-Mark-Zeiten. Und ich soll ihn doch nun mal nur machen lassen. Ich habe gesagt, okay, pass auf, zeig mir mal anhand eines Kratzers, wie gut deine Paste da funktioniert. Und er hat dann da sowas reingemacht. Es stellte sich heraus, dass das Zahnpasta war. Er hatte da so, wie nennt man das, Alufolie drum geklebt. Aber ich habe das gerochen. Das war definitiv Zahnpasta. Er hatte auch so grüne Streifen drin. Machte das drüber, hat er mit dem Spachtel das so, meinte, 3 Stunden müsste das ja ziehen. Ich könnte ihm ja schon mal eine Anzahlung holen, geben. Die Hälfte, er würde dann in der Zeit die Leiter holen oder sowas. Das habe ich natürlich abgelehnt. Ich habe gesagt, gut, wir können dann nochmal in 2-3 Stunden schauen, wie es aussieht. Ja gut, er kam dann auch noch 2-3 Stunden und machte dann die Paste da weg und meinte sie, voila. Der Kratzer war natürlich genauso tief wie immer. Er war natürlich, oder dachte, er wäre natürlich super schlau und hat einfach, während ich drin telefonierte, die Zahnpasta bei dem Kratzer weggemacht und hat etwas drüber die Zahnpastastreifen nochmal gemacht, hat den dann vor meinen Augen weggemacht, also an einer Stelle, wo gar kein Kratzer war, und hat gesagt, siehst du, der Kratzer ist weg. Natürlich habe ich bemerkt, dass er etwas über den eigentlichen Kratzer nochmal Zahnpasta drüber gemacht hat. Das hat natürlich nicht gewirkt. Er wollte seine 50 Euro auf jeden Fall haben, habe ich abgelehnt. Darauf ging er schimpfend weg und ein paar Minuten später klatschten bei mir mehrere Waffeln mit Eis an mein Schaufenster. Er hat dann da alles voll geschmiert und hat gesagt, so, das hast du nun davon, keine Ahnung, und ist dann weggelaufen. Was diese Aktion jetzt nun sollte oder so. Am nächsten Tag waren auch Kebab und Pizzareste am Fenster zu sehen. Weiß ich auch nicht, aber es gibt immer wieder Leute, auch wir haben ja so eine Markise, jetzt inzwischen neu gemacht, aber früher hatte die auch Löcher. Da war auch jemand da, der hatte so ein bisschen Klebefolie, so in der entsprechenden Farbe da und Uhu und wollte uns da die Löcher zumachen. Man muss da manchmal sehr, sehr aufpassen, wen man da an sein Schaufenster etc. lässt, aber mit Zahnpasta da anzukommen und dann zu meinen, damit kriegt man Kratzer weg, das war schon wirklich der absolute Burner. Und dann noch so dreist sein und sagen, gib mir mal einen Vorschuss oder hier 50 Euro oder so weiter. Das ist natürlich schon besonders dreist. So, jetzt noch 3 kleinere Geschichten. Und zwar unser Vermieter von dem Laden ist ein Herr, der über 70 Jahre alt ist. Eigentlich, ja, ein recht vernünftiger Mensch, aber manchmal auch leicht cholerikermäßig veranlagt. Inzwischen komme ich ganz gut mit ihm klar. Da war mal so ein Fall gewesen, wir haben eine blaue Mülltonne, wo nur Papier reinkommt, hinten auf dem Hof stehen, weil wir öfters mal Pakete kriegen und so weiter und die eben auch zerreißen müssen und nicht immer den Originalpapierkorb, also den Mülleimer da von dem Vermieter voll machen wollen. Und ich habe manchmal Praktikanten und da, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, habe ich zum Praktikanten gesagt, pass mal auf, zerreiß mal hier den Karton, schmeiß ihn dann weg etc. Und beim Zerreißen ist irgendwas passiert. Jedenfalls kam der Vermieter eine Stunde später rein. Der Kunde war voller Laden, wollte ich gerade sagen. Der Laden war voller Kunden.
Und er schrie rum und meinte, so, jetzt ist Feierabend, der Laden hier wird gekündigt, der Vertrag und bla, und der wird mich verklagen. Und ich sag, was ist denn los? Ja, es wurden ein paar Papierschnipsel beim Zerreißen daneben geworfen und er ist jetzt schon so alt, er kann sich nicht mehr bücken, das ist Umweltverschmutzung und bla bla. Ich sag, es waren jetzt 2, 3 kleine Papierschnipsel, die daneben geflogen sind, das kann doch mal passieren. Hab den Praktikanten rausgeschickt, der hat dann alles aufgehoben, na, das geht nicht und sie sind jetzt hier raus, heute Abend haben sie ihre Kündigung, das hat, ist natürlich nicht stattgefunden, hat sich dann wieder beruhigt, aber wegen so einer Kleinigkeit. Eine zweite Sache war, das ist auch schon länger her, da kam die Frau von den Herren bei mir rein und beklagte sich über den Zustand unserer Toilette, die sich im Keller befindet. Wir haben also keine Toilette im Laden, wir müssen halt immer den Laden abschließen und runter dann in den Keller gehen und da war der Laden auch voll. Ich war gerade am Telefonieren und meinte rein, also so würde das nicht gehen. Das Klo, das sieht ja unmöglich aus. Das war natürlich jetzt ein bisschen peinlich. Klar, die Toilette sah zu dem Zeitpunkt nicht so dolle aus. Wir hatten halt eine ganze Menge Praktikanten. Da waren halt leere Klopapierrollen auf dem Boden oder so. Das war's. Es war aber nicht groß daneben gemacht. Und auch vor den ganzen Kunden wurden wir da gemaßregelt. Das war tierisch peinlich. Also keinen Anstand gehabt. Aber das haben wir dann auch noch irgendwie alles hinbekommen. Also da müssen wir manchmal mit rechnen, dass wenn wir irgendeinen kleinen Fehler machen, das Tor nicht zumachen, von hinten können wir unsere Autos parken, dann ist da so ein großes Tor. Wenn wir das nicht zumachen ab einer bestimmten Zeit, dann dürfen wir da nicht mehr parken. Aber im Großen und Ganzen passiert eigentlich nichts, weil sich der Vermieter dann immer wieder beruhigt und dann auch wieder klar denkt. Aber insgesamt ist er netter, aber manchmal tickt er eben aus. Und dann hatten wir auch von einer längeren Zeit mal einen Unfall gehabt. Da ist eine BMW-Fahrerin auf einen Opel hinten raufgefahren, direkt vor unserem Laden. Und sie hat dann bei der Polizei angegeben, da wurde dann natürlich gefragt, wer schuld ist. Und da hat die Frau, die hinten raufgefahren ist, meistens, wenn man hinten rauffährt, hat man ja meistens eh keine Chance. Denn in der Regel ist man schuld beim Auffahrunfall, man muss halt einen entsprechenden Abstand halten. Ob derjenige vor einem plötzlich bremst oder sonst was, wird meistens nicht vergünstigend anerkannt. Und sie hat zum Erstaunen der Polizei uns die Schuld in die Schuhe geschoben, dass sie jemanden raufgefahren ist, denn sie hätte unser Schaufenster angeguckt und das nur deswegen wäre sie halt der Opel-Fahrerin hinten raufgefahren und deswegen wären wir ja dran schuld. Wenn das Schaufenster nicht da wäre oder wir hätten nicht so interessante Sachen da drin stehen, wäre sie niemals hinten raufgefahren. Natürlich hat der Polizist das nicht gelten lassen, weil so ja, das ist ja völlig absurd und sie musste dann natürlich wahrscheinlich näher die Reparaturarbeiten bezahlen etc. Aber das war schon sehr dreist, uns da die Schuld in die Schuhe zu schieben. Wir haben auch hin und wieder immer mal Diebstähle oder versuchte Diebstähle, dass dann halt mehrere Leute in den Laden kommen, uns versuchen abzulenken und dann, letztens hat uns dann auch jemand aus dem Schaufenster was geklaut. Wir haben ja eigentlich so einen Gong mit Bewegungsmelder, der war aber in dem Moment aus. Hat uns dann so ein Spiel geklaut mit Preisschild, alles drauf und hat dann sich brav angestellt und hat uns dann genau dieses Spiel verkaufen wollen wieder. Wir haben natürlich sofort erkannt, dass es unser Spiel ist. Also sowas hat man immer wieder mal. Seitdem wir aber Kameras im Laden haben, ist das wesentlich besser geworden. Und wenn man mal so anguckt, was wir manchmal für Ware angeboten bekommen, wo die denn bei Mediamarkt oder sonst wo geklaut wurde, ist schon erstaunlich. Ich dachte immer, die wären relativ gut gesichert, aber Diebstähle gibt es immer, aber wenn schon so 5, 6 Leute da reinkommen und einen irgendwie in irgendwelche Gespräche verwickeln, das ist ja nun ein relativ kleiner Laden und ein paar Leute sich absondern, dann klingeln immer die Alarmglocken. Und ja, alles klar, das waren nochmal 3 oder 4 oder 5 kleine Geschichten. Ansonsten, bis dann. Ja, wir bieten jetzt seit einiger Zeit auch Tassen an, Simpsons-Tassen, Hello Kitty-Tassen, alles mögliche Star Wars-Tassen. Die sind vorne im Tresenbereich aufgebaut, teilweise ein bisschen übereinander gestapelt, aber trotzdem relativ stabil. Und da war auch ein Kunde da, der hat sich für eine Tasse interessiert, hat dann ein paar Tassen runtergeworfen. Und mein Kollege hat leider nicht so ganz geschnallt und hat dann so
geguckt und meinte, ja, alles in Ordnung, hat den Kunden dann gehen lassen und es stellte sich heraus, dass zwei Tassen, eine Tasse hatte einen Sprung, die andere war kaputt. Der Kunde war natürlich meilenweit weg, also natürlich, wenn ein Kunde was im Laden umwirft, dann muss er entsprechend dafür auch haften, es sei denn, es ist fahrlässig aufgebaut oder sonst irgendwas, aber es gibt halt immer wieder Leute, die im Laden irgendwas kaputt machen oder unordentlich machen oder dann der Meinung sind, sie müssen dafür nicht haften. Wir hatten auch mal vor 7 oder 8 Jahren jemanden, der sich fallen ließ im Laden, also angeblich ausrutschte, da war zwar nichts zu sehen und dann der Meinung war, er hätte sich die Hüfte gebrochen und hätte uns oder wollte uns dann verklagen, hat natürlich nicht funktioniert. Also wenn er jetzt nicht wirklich was gebrochen hätte, wir sind ja gemeldet bei der Berufsgenossenschaft oder sonst irgendwas, dadurch ist das ja versichert. Aber als er dann gemerkt hatte, dass er damit nicht durchkam, ist er dann halt auch ganz normal aus dem Laden rausgegangen. Es gibt natürlich auch immer erfreuliche Erlebnisse mit Kunden, dass Kunden Kuchen bringen, Eis bringen, Kaffee spendieren oder zu Weihnachten oder zu Geburtstagen mal Geschenke gebracht haben. Das ist zwar alles jetzt ein bisschen weniger geworden. Es gibt natürlich auch jede Menge positive Sachen, dass Kunden uns Spiele schenken, Trinkgeld geben oder weiterempfehlen uns oder sonst irgendwas. Also meistens hat man nur positive Sachen erlebt. Wenn man sich natürlich meine ganzen Skandalvideos anguckt, dann hat man eigentlich eher so den Eindruck, ich bin irgendwie in der Irrenanstalt da angestellt. Aber ich kann euch garantieren, jeder, der mit Menschen zu tun hat, ob das bei der Post ist, bei der Bahn oder sonst wo, wird solche Sachen erleben. Und ich habe mal letztens mit einem Postbeamten gesprochen, der kriegt auch ständig Ärger, wenn irgendwas teurer wird. Und der sagt auch, also manchmal denkt er wirklich, manche Leute kommen einfach nicht von dieser Welt und haben wirklich so einen Knacks weg. Aber er muss sie ja trotzdem bedienen. Tja, gut, das war's jetzt soweit. Ich hoffe, da war das ein oder andere mit dabei, was euch ja ein bisschen verwundert hat. Ich hoffe, dass ihr zu den Kunden zählt, die, wenn ihr Probleme habt, versucht das erstmal sachlich zu machen. Natürlich machen wir auch Fehler. Natürlich ist auch nicht alles, was wir sagen oder machen, richtig. Aber die Leute, die ein Problem haben mit einer Ware oder so, die haben mehr Erfolg, wenn sie sachlich bleiben. Wir hatten letztens auch eine Kundin, die hat uns unterstellt, dass alle eingeschweißte Ware von uns eingeschweißt wurde, dass da drin sich dann gar keine CDs befinden würden und hat dann gesagt, ja gut, dann öffne doch mal einige Spiele. Das war Ghost Recon, das neue Future soll ja. Und meinte, ja, sie möchte, bevor sie ein Spiel kauft, erstmal das was öffnen und sehen, dass CDs drin sind. Habe ich schon gesagt, wissen Sie, wenn Sie uns das zutrauen, dass wir hier leere Packungen nachverschweißen und dann an die Kunden verkaufen, möchte ich Sie gar nicht als Kunde haben. Also wenn ich jetzt beweisen muss, völlig grundlos, dass ich seriös bin, kein Interesse. So, das war's. Bis zum nächsten Mal. Natürlich könnt ihr auch wieder eure Erlebnisse mit Händlern oder mit Kunden runterschreiben oder ob ihr selbst mal auffällig wart oder einen Fehler gemacht habt. Nur zu mit euren Kommentaren. Bis dann, euer Matti aus Berlin.